Hallo Videofreunde. Heute nehme ich euch mit nach der Insel Kulan. Im Übersetzen haben wir uns für ein Speedboot entschieden, da das ja wesentlich schneller geht. Die normale Fähre braucht ca. 40 Minuten, ein Speedboot ca. 20 Minuten. Und der Preis für 400 Baht für zwei Personen hin und zurück hielten wir für angemessen. Hier werden erstmal Schwimmwesten verteilt und hier sieht man die beiden Motoren samt letzten 400 PS. Und dann geht's auch schon gleich los. Wir haben einen Sitzplatz hinten gewählt, weil vorne der Wellengang, das Aufsetzen des Bootes kann dann schon mal ganz schön hart sein. Außerdem war vorne kein Sonnenschutz, also man saß in der freien Sonne. Und das wollte ich mir nicht antun. Wir waren ca. 20 Personen auf dem Boot. Und vorne am Bug, die da gesessen haben, die hat ein paar Mal ganz schön den Sitz gerissen. Also die Luftsprünge, die da gut gemacht hat, waren schon teilweise enorm. Hat geschafft mit dem Speedboot. Jetzt sind wir schon auf Kulan. Der Hoteltransfer holt uns hier ab. Auf Kulan sind die Straßen sehr eng, wie man hier sieht. Also wenn ich da teilweise zwei Autos begegnen, muss einer beiseite fahren, zurücksetzen, weiß ich. Also da mal Urlaub machen ist ganz schön, aber da wohnen ständig möchte ich nicht, ist mir zu eng. Da sieht man so ein bisschen von den Stadtleben da, von den Leben auf Insel Kulan. Wird da ein bisschen teurer sein als den Rest in Thailand, denn alles Essen, Trinken, alle Lebensmittel und andere Güter müssen ja mit dem Boot rüber geschafft werden. Hier biegen wir jetzt ab in die Straße von unserem Hotel. Wir haben das Castello gewählt. In unmittelbarer Nähe auf der anderen Straßenseite befindet sich ein Mopedverleih. Haben wir schon eins geliehen, um da ein bisschen flexibel zu sein auf der Insel. Das Hotel hat unsere Erwartung nicht ganz erfüllt. Hier besuchen wir jetzt das Matata Bay Café. Da hielten sich offensichtlich überwiegend Jugendliche auf. Kaffee kann man empfehlen. Gibt schönes Eis. Wie man sieht, hier viele Früchte. Fruchtsäfte kann man ordern. Kuchen, Kaffee sind hier Sorten. Meiner Meinung nach fehlt ein paar Sonnenschirme. Sonst würden die anderen Plätze auch besetzt sein. So waren nur die Schattenplätze besetzt. Und die waren recht rar. Aber ich denke mir, am Abend bei Sonnenuntergang geht es dort recht lustig zu. Wir haben das Café nächsten Tag dann nochmal besucht. Wir sind auch ein bisschen mit der Drohne unten am Ufer rumgeflogen. Und hat hier einen wunderbaren Ausblick auf Pattaya, die Skyline.
mir meine Frau Kuchen geordert. Da ist sehr laut Musik gewesen. Deswegen konnte ich den Originalton da nicht verwenden. War eine Idee zu laut, sag ich mal. Naja, kann man nichts machen. Junge Leute brauchen eben laute Musik. Dann geht's runter zum Strand. Ein paar Routen hat man da in der Erde steckt, sag ich mal so. Man durchgucken, luftig, schattig. Aber unten am Strand kam dann die wilde Überraschung, sag ich mal. Wenn man dann runterkam und nach links geguckt hat, dann war das zu sehen. Fand ich total unpassend. Jetzt mache ich ein paar Luftaufnahmen. Da das Restaurant jetzt ziemlich weit hoch liegt. Das ist die Nachbarschaft von diesem Café. Da ist dann noch eine Ressource. Sieht man da nochmal gleich ein paar Aufnahmen von diesem Schandflick da, und ich würde sagen, also das Restaurant oder Café ist sehr gut, aber diesen Müllplatz sollte man schnell beiseite räumen. So, liebe Freunde, dann war es mal wieder für heute. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Interessantes zeigen. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Ihr verpasst kein Video mehr. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, Dieter.